das Beat-Konzert des Jahres. Oder ein Weltmeisterschaftskampf im Boxen. Nein, eine amerikanische Wahlveranstaltung. We want Wallace! We want Wallace! We need Wallace! We need Wallace! We want Wallace! We want Wallace! Ich bin der Meinung, dass es weniger auf die politischen Parteien in Amerika ankommt, als vielmehr auf die Persönlichkeiten. Das sieht man ja aus der ganzen Anlage des Wahlkampfes schon, nicht wahr? Wo also die Kandidaten große Reisen unternehmen, viele Wahlversammlungen abhalten und so weiter, nicht wahr? Und ich bin also der Meinung, dass das eher eine Persönlichkeitswahl ist als eine Parteienwahl. Wissen Sie, welche Funktionen der amerikanische Präsident hat? Das ist mir bekannt. Er ist also auf die Zeit, für die er gewählt wird, doch mehr oder weniger ein sehr autonomer Regent. Mit großem Interesse verfolgt man auch in Österreich, was in Amerika in den nächsten zwei Tagen geschieht. Am Dienstag sind Präsidentenwahlen. Wir wollen einen Amerikaner befragen, allerdings einen Amerikaner, der in Wien geboren ist. Das stimmt, ja. Sehr gut Deutsch spricht. In Österreich ist man verwundert über den Aufwand, der getrieben wird, über die großen Monstershows, die da verschiedentlich abgezogen werden. Gehört das zum amerikanischen Wahlkampf? Ja, das würde ich durchaus sagen. Das ist gang und gäbe in Amerika. Ich habe es schon mehrfach erlebt und für mich ist das etwas ganz Natürliches. Es ist einfach so. Man könnte sagen, es muss so sein. Es gehört einfach dazu. Natürlich stellen sich die Kandidaten auch in anderer Weise den Wählern vor. Vor anderen Foren selbstverständlich. Sie halten auch durchaus ruhige und ich würde sagen nach österreichischen Begriffen auch durchaus vertretbare Veranstaltungen. Wollen wir vielleicht kurz rekapitulieren? Zwei große Parteien in Amerika? Ja, die Demokraten und die Republikaner natürlich. Die Demokraten unter bis Dienstag oder eigentlich sogar bis zum 20. Januar nächsten Jahres Präsident Johnson und die Republikaner diesmal in den Wahlkampf geführt, wie Sie ja selbstverständlich wissen, von Richard Nixon. Dazu kommt noch eine kleine Gruppe unter Wallace. Ja, es ist eine dritte Partei gebildet worden, über die man sehr viel liest in letzter Zeit und von der man sehr viel hört. Sie haben ja auch gerade in dieser Sendung einen Ausschnitt aus einer Wahlveranstaltung dieser dritten Partei unter Wallace gezeigt. Und es lässt sich dazu, glaube ich, Folgendes sagen. Eine solche dritte Partei, solche dritte Parteien hat es in den Vereinigten Staaten schon des Öfteren gegeben. Und sie sind meistenteils nach den für die Präsidentschaftswahlen quasi gebildet worden, haben dann eine gewisse Ausstrahlung gehabt und sind dann aber im Lauf der Zeit sukzessive von den beiden großen Parteien, entweder von der einen oder von der anderen, irgendwie aufgefangen worden. Ja, ich bin eigentlich sehr neugierig, wie die Wahl ausgeht, weil ich der Meinung bin, dass das ja für die ganze Weltpolitik von Bedeutung ist. Wer gewinnt, könnte ich nicht sagen. Ich glaube fast Nixon. Aber wie gesagt, ich bin nicht so engagiert diesmal, weil ich seinerzeit, also die Linie des Kennedy, die hat mir sehr gut gefallen und jetzt ist momentan eigentlich niemand da, von dem ich glaube, dass der das so durchführt. Meiner Meinung nach wird Humphrey diese Wahl in Amerika gewinnen, doch bin ich der Ansicht, dass man nie genau sagen kann, wie die Wahl in Amerika ausgehen wird und das ist das sehr Gefährliche daran. Warum geben Sie Humphrey so große Chancen? Meiner Meinung nach hat er eine Politik, die mit jener von Kennedy am ehesten noch zu vergleichen ist. Das amerikanische Nachrichtenmagazin Time hat festgestellt, das Wahlsystem in Amerika sei so kompliziert, dass es einem russischen Roulette gleichkäme. Herr Doktor, ist das richtig? Wieso ist dieses System so kompliziert? Es ist kompliziert und das hat seine historischen Gründe.
Es handelt sich bei der amerikanischen Verfassung um die älteste Verfassung, eine altehrwürdige Verfassung, die sich bewährt hat. Und es sind gewisse Erscheinungsformen vorhanden, die historisch zu erklären sind. Vor Ihnen liegt ein amerikanischer Wahlzettel. Das ist ungeheuerlich. Da gibt es ungefähr 100 Möglichkeiten und oben steht Electors for the President of the United States. And also es wird gar nicht der Präsident selbst gewählt, sondern die Wahlmänner. Am 5. November wählen die amerikanischen Wähler die Wahlmänner. Die Wahlmänner wählen dann den Präsidenten. Es sind ungefähr 100 Millionen Wähler, nicht? Das stimmt, ja. Wie viele Wahlmänner? Es werden 538 Wahlmänner in Amerika gewählt. Und zwar wählen die einzelnen Staaten im Verhältnis zu ihrer Größe eine bestimmte Anzahl von Wahlmännern. Das scheint ja noch nicht kompliziert, aber jetzt wird es erst kompliziert. Ja. In jedem Staat siegt die Wahlmännergruppe, die am meisten Stimmen bekommt. Nehmen wir zum Beispiel an, in New York würden die Wahlmänner des Humphrey 33% bekommen, die von Nixon 32% und Wallace 31%, so würden alle Wahlmänner von New York dem stärksten, in dem Fall Humphrey, zufallen. Die beiden anderen würden vollkommen leer ausgehen. Das ist das System und daran kann vieles scheitern. Was zum Beispiel? Es könnte vorkommen, dass die Mehrheit der Wähler nicht der Mehrheit der Wahlmänner entspricht, weil in einzelnen Staaten, wo knappe Entscheidungen fallen, trotzdem die Wahlmänner alle dem Sieger zufallen, während die Stimmen, die also nicht, die knapp unter der Mehrheit liegen, alle verloren gehen. Was geschieht dann? Dann kann eine Minderheit der Wähler eine Mehrheit der Wahlmänner wählen. Es könnte also auf diese Art und Weise eine Verschiebung vorkommen, die man gar nicht erwartet. Das kann vorkommen. Nämlich der nächste Wahlvorgang ist folgender. Die Wahlmänner kommen in ihren Hauptstädten zusammen, also der 50 Staaten, und wählen dort, das wird einmal im Dezember sein, am 16. Dezember, und wählen dort den Präsidenten und den Vizepräsidenten. Gewählt ist der, der mehr als die Hälfte der Stimmen der Wahlmänner bekommt. Wenn nun drei Kandidaten da sind, so ist es möglich, dass keiner von den dreien eine Mehrheit bekommt. Was geschieht dann? In dem Fall wählt das Repräsentantenhaus den Präsidenten und der Senat wählt den Vizepräsidenten. Es könnte also vorkommen, dass der Präsident ein Demokrat ist und der Vizepräsident ein Republikaner oder umgekehrt. Das wäre möglich, ja. Wie geht die amerikanische Wahl aus? Ich bin Amerikanerin. Es gibt drei Kandidaten, Humphrey, Nixon und Wallace. Aber kein ist sehr gut. Wie beurteilen Sie die amerikanische Wahl? Es ist schwer zu sagen, weil ich die Mentalität des amerikanischen Wählers zu wenig kenne. Aber es scheint schon so zu sein, dass die Partei, der Präsident angehört, durch diese Aktion einen Aufschwung bekommt. Durch welche Aktion? Und durch die Aktion des Bombenstopps. In Vietnam. Und dadurch auch Humphrey als Kandidat dieser Partei. Nun, das Zusammenfallen der Termine des Bombenstopps und der amerikanischen Wahlen, was sagt Ihnen das? Naja, dass das rein eine wahlpolitische Angelegenheit ist, die also dazu dienen soll, den Kandidaten der Partei in die Höhe zu bringen und die Wähler auf seine Seite zu bringen. Ich kann mir kaum erwarten, dass irgendwie eine Änderung hinsichtlich, sagen wir, des Haltung zu Russland eine große Änderung erfahren kann. Es kann irgendwie Konfliktbasen können etwas reduziert werden, aber im Prinzip ist ja die amerikanische Politik nicht eine ideologisch aufgebaute, sondern eine nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten begründete, wo halt Amerika Märkte sieht, wo es irgendeinen politischen Einfluss sieht, wo es irgendwie Probleme sieht, die der amerikanischen Wirtschaft interessant erscheinen können. Ja, aber der Präsident der Vereinigten Staaten hat doch eine enorme Macht auch in diesem Hinblick. Ja, aber er selbst ist ja auch nicht ein entscheidender, so wie zum Beispiel ein europäischer Wirtschaftsminister oder Ministerpräsident, sondern hinter ihm stehen ja die großen Industriekonzerne einerseits, andererseits die Gewerkschaftsbosse
Und die politischen Parteien, wenn man sie vom kontinentalen Gesichtspunkt aus betrachtet, sind ja fast dieselben. Nur die Namen sind andere. Und außerdem, das ist ganz meine persönliche Meinung, ist die Präsidentenwahl ein ganz großes Geschäft. Sonst würden zum Beispiel Familien wie die Kennedys, die letzten Endes ihren Wohlstand ja aus Quellen schöpfen, die nicht so ganz ohne vor 50 Jahren waren, nicht ein solches Interesse haben, wenn schon ein paar Söhne abgeschossen sind, jetzt eventuell für die übernächsten Wahlen schon wieder einen Sohn hinzustellen. Welche Stellung nimmt eigentlich der amerikanische Präsident ein? Der amerikanische Präsident ist ein sehr mächtiger Mann. Man sagt von ihm, dass er der mächtigste Mann der Welt ist. Und wenn Sie bedenken, dass die amerikanische Verfassung, dass in der amerikanischen Verfassung dem amerikanischen Präsidenten eine ganze Reihe von Aufgaben zugedacht sind, dann werden Sie sich auch vorstellen können, wie mächtig er tatsächlich ist. Der amerikanische Präsident ist Staatsoberhaupt, er ist Regierungschef, er ist Oberbefehlshaber sämtlicher Streitkräfte, er ist der Mann, der zum Beispiel im Kongress Gesetze anregen kann. Sie müssen natürlich vom Kongress gebilligt werden. Und er ist zumindest inoffiziell der Führer der Mehrheitspartei. Und darüber hinaus ist er der Sprecher der Vereinigten Staaten schlechthin. Er ist der Architekt der Außenpolitik der Vereinigten Staaten, wird natürlich darin von seinem Außenminister assistiert. Aber letzten Endes sind die außenpolitischen Entscheidungen die seinen. Und wenn man über die Rolle als Sprecher der Vereinigten Staaten hinausgehen will, er ist in gewisser Weise des Öfteren schon der Sprecher einer ganzen Gruppe von Nationen gewesen und er wird es höchstwahrscheinlich auch bleiben. Wenn man diese Schilderung gehört hat, misst man selbstverständlich dieser Wahl noch größere Bedeutung zu. Wie wird sie ausgehen? Ja, ich glaube, da fragen Sie mich etwas zu viel. Ich würde es nicht prophezeien wollen und ich glaube auch gar nicht, dass ich dazu in der Lage bin. Es haben sich sehr viele Leute darüber den Kopf zerbrochen und wie Sie wissen, sind ja bei uns in den Vereinigten Staaten werden die Meinungsumfragen ja sehr groß geschrieben und nach diesen Meinungsumfragen steht Richard Nixon immer noch an erster Stelle. Humphrey hat diesen Vorsprung Nixons etwas eingeholt in den letzten Wochen und George Wallace hat der Anhang von George Wallace ist in eben diesen letzten Wochen ein klein wenig zurückgegangen. Also wenn man den Meinungsumfragen Glauben schenken wollte, dann müsste man sagen, dass der nächste Präsident Richard Nixon heißen wird, aber ich muss ehrlich sagen, ich will lieber bis zur Nacht des 5. November warten und vielleicht kann ich es Ihnen am 6. sagen.